Dann würde ich mal sagen, ab geht's nach Wilhelm. Nach Wilhelm, ja. Vor allem auch nach Wilhelm. Statten wir doch Wilhelm mal einen Besuch ab. Das klingt besser. So. Ja, der Weg ist relativ weit. Wie gesagt, ich muss halt jetzt noch einmal... Nee, eigentlich nicht. Wie? Hallo? Wieso kann ich... Herr, erbarme dich. Sehr schön. Maximale Anzahl von Messern erreicht. Na, Kumpel? Zack. Oh, eine Leiter. Klettern wir sie mal hoch. Was sollte man auch sonst damit machen? Oh, super, gleich wieder unten, ja. Ich wollte eigentlich nur übers Haus rüber. Dann halt einmal außen rum. Ups. Tut das nicht wieder. Zack, wo ich schon mal dabei bin, ne? Warum nicht? So. Bevor der Stress macht hier. Ach ja, noch 188 Meter. Dann haben wir es. Oh, eine Flagge. Die hole ich eben noch. So viel Zeit muss sein. Wie viel habe ich überhaupt? 5, 6, 8. Naja, ganz ehrlich, ich würde nie alle finden. Ich glaube, das werde ich auch. Was sollte denn die Nummer? Ja, ich bin runtergefallen, du Idiot. Nichts ist in mich gefahren. Was macht dieser Narr da? Doch wovor fliehen? Aus welchem Grund rennt er nur so? So. Dann würde ich mal sagen, ich bin ruhig. Tausend Seelen, Wilhelm. Ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten. Die Sarazenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten. Ihr wisst es. Ich tat euch einen Gefallen. Oh ja. Einen großen Gefallen, fürwahr. Jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossener kämpfen. Ich kenne unseren Feind. Er ist nicht gestärkt, sondern von Angst erfüllt. Sagt mir, wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? Ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden. Ich tat, was recht war, was billig war. Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten. Aber das sehe ich hier nicht. Nein, ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt. Eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr. Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient. Ihr seid der Regent von Akkon, Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren. Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone? Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer. So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergeuden würde, ich habe einen Krieg zu führen. Wir setzen das ein anderes Mal fort. Dann lasst euch nicht aufhalten. Eure Hoheit. Ich fürchte, die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben. Gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will. Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Warnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird. Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt. Ja, mein Herr. Der Rest von euch. Ja, mein Herr. Alles klar, er hat da seine kleine Schutzarmee. Aber das dürfte kein Problem sein. Kommen wir so rein? Ja, zusammen mit der Masse. Ist das kein Problem? Da kommen wir nicht dran vorbei, okay. Bewegung! So. Okay, ich hör mal. Nun gut, wo hast du dich verkrochen? Ich habe mit dem König gesprochen. Ich bin der schlimme Kunde. Er beschuldigt uns, unsere Pflicht verletzt zu haben.
Er erkennt nicht, was wir für das Wohl unserer Sache getan haben. Welch Schande! Was weiß er denn schon? Er irrt sich! Ruhe, Ruhe! Hütet eure Zungen! Ja, er irrt, aber seine Vorwürfe entbehren auch nicht jeder Grundlage. Es ist leicht, bei einem Rundgang hier Fehler zu finden und Mängel zu erblicken. Ich fürchte, wir sind faul und träge geworden. Nein! Wir sind euch ergeben! Warum sagt ihr das? Ich sehe, wie ihr übt. Euch fehlt es an Hingabe und Beharrlichkeit. Ihr schwatzt und spielt und euch übertragene Pflichten werden schwerlich oder gar nicht erfüllt. Das endet am heutigen Tag. Ich lasse mich nicht weiter von ihm erniedrigen. Ob ihr mir zustimmt oder nicht. Ah, scheiße. Verdammt. Hätte ja klappen können, ne? Aber egal, metzel ich sie halt alle wieder ab. Oh. Ja, da kommen ganz anständig welche an. Bam. In your face. Nein, ah, scheiße, falsche Taste. Oh. Windows Einrastfunktion, nein. Nein. Schließen. So. Ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen eingeschränkt, weil hier wieder Fenstermodus aktiviert wurde. Ach Mann, fickt euch. Nein! Oh. Er denkt, er kann uns besiegen. Bam! Voll in die Eier. Na, na. Sage niemals eine Schlacht, die du nicht gewinnen kannst. Scheiße. Ich mit geschlossenen Augen wieder. Ach komm, Fresse halten. Ich nehme mich seiner selbst an. Glaubst du, du könntest mir entfliehen? Bam, bam. Oh Gott. Zack. Ja, hatte ich vor. Bam. Das steckt voll in der Backe drin. Jawohl, da haben wir ihn erledigt. Sehr schön, ich bin ruhig. Was wisst ihr von meinen Plänen? Ich weiß, dass ihr Richard töten und Akon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. Für Konrad? Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen, geschweige denn ein Reich. Und Richard? Der Orchanon ist nicht besser. Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild. Akon gebührt keinem von ihnen. Wem dann? Die Stadt gehört dem Volk. Ihr erdreistet euch, für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung? Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten, außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt. Eure Taten sind grausam und müssen enden. Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden. Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten sprecht. Tja, das war's mit Wilhelm von Montferrat. Aber es sind ja noch ein paar Gegner übrig, nicht wahr? Das lasse ich mir nicht entgehen. Ach, scheiße, das merke ich immer ein bisschen spät. Ey. Och, Mann, ey. Los, komm. Zack. Bam.
Jetzt sind fast nur noch Bobos da. Die konnte ich ganz einfach aus. Oh, doch nicht ganz. Bam! Schicke Strumpfhosen haben die an. Bam! Na los. Zack. Klatsch. Zack. Ich liebe die Kombos mit dem Kurzschwert. Oh. Combo Breaker, hätte ich fast gesagt. Brechungsbrecher. Oder so ähnlich. Assassine, tötet ihn. Zack und tschüss, Junge. Ja, danke. Nein. Oh. Oh cool, eine Flagge. Die schnappe ich mir noch. Alter, das darf nicht wahr sein, echt. Das geht mir so auf den Sack hier. Alter, das darf doch wohl nicht wahr sein. Alter. Ne, ich hau lieber ab. Oh, ist dicht. Scheiße. Das ist natürlich doof. Tja, und ich hau ab. Alter, fick dich! Alter, was... Da ist ein Balken im Weg. Alter, das nervt so, wenn die einen kontern, ne? Das. Weniger hüpfen, mehr kämpfen. Ach ja, so. Hier komme ich hoch. Und dann hier rüber und dann nach oben. Und dann. Nein! Nein! Ich glaube, du willst. Ich glaube, das Spiel versucht mich hier regelrecht fertig zu machen. So, jetzt... Alter! Scheiße, Einrastfunktion, ey. Muss die natürlich aktiviert werden. Eine Assassine! So, fress... Das war knapp. Warum würde jemand so etwas tun? So, jetzt kann ich noch 300 Meter laufen. Was hat ihn denn so erregt? Jetzt mache ich am besten hier lang. Und tschüss. Oh, es sind aber nicht ziemlich sturzfest, sag ich mal. Alter, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wieso falle ich denn überall runter? Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin merkwürdig. Ja, ja, ich verstehe schon. Ich verstehe. Warum tut er das? Alter, noch so weit. Ein Assassine! Alter, misch dich da nicht ein! Und du auch nicht. Oh,